Meine Damen und Herren, das Thema TTIP ist in aller Munde und wir wollen versuchen, dieses Thema auch aus vor allen Dingen wissenschaftlichen und auch rechtlichen, das ist unvermeidbar, denke ich, Perspektive zu beleuchten und zwar aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, um uns auf diese Weise mehr Klarheit über das, was TTIP möglicherweise bringt, zu verschaffen. Aber wenn wir uns mit den Amerikanern nicht einigen können, solche Mindeststandards, es sind ja nur Mindeststandards, wir können natürlich weiter höher gehen in unserer nationalen und europäischen Gesetzgebung, dann ist auch die Frage, mit wem können wir uns eigentlich einigen? Und wenn wir Globalisierung steuern wollen, die Leute, die am lautesten gegen TTIP schreien, sind ja meistens auch die, die sagen, wir müssen die Globalisierung steuern, dann ist doch die Frage, wenn wir es mit den Amerikanern nicht machen, mit wem können wir es denn dann? Also was könnte man denn, wenn man wollte, erreichen, wenn man die großen Wirtschaftsräume EU und USA zusammendenkt und zusammenbindet, die ein Drittel des Welthandels abbilden aktuell, 45% des Weltbips, glaube ich, aktuell, also eine ganze Menge an Wirtschaftskraft und die auf beiden Seiten erklärtermaßen Nachhaltigkeitsziele haben. Und darauf will ich hinaus. In den Lehrbüchern kann man nachlesen, dass, wenn sowas gemacht wird wie eine Freihandelszone, für die Mitglieder mehr Handel geschaffen wird und für die, die draußen sind und nicht mitmachen, Handel verdrängt wird. Ich glaube, sowohl EU als auch USA sind zwei demokratische Vertragsparteien und die sollten ihre Position aus der Bevölkerung ziehen, anstatt sie vor ihrer eigenen Bevölkerung geheim zu halten. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man an der Stelle machen muss. Ich halte es auch nicht für eine Transparenzoffensive, dass jetzt die Kommission das Mandat auf einmal veröffentlicht, nachdem es schon monatelang gelegt worden ist. Professor Händelein, ich muss jetzt bei Ihnen nochmal nachfragen. Haben Sie sich dafür ausgesprochen, dass in dem Handelsabkommen Investitionsschutz formuliert wird? Ja. Warum Investitionsschutz? Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Auch deutsche oder amerikanische Richter sind nicht perfekt. Und wenn Sie das vielleicht in ein Bild gefasst haben wollen, Sie betreiben ja auch keinen Ozeandampfer ohne Rettungsboot. Ja? Investitionsschutz ist ein Rettungsboot für den Fall, dass die nationale Rechtsordnung im Einzelfall nicht funktioniert. Ich kann auch überhaupt nicht verstehen, wo irgendein Rechtsschutzproblem für einen Investor ist. Ein Chinese, der hier Eigentum hat, kann sich gegen eine Enteignung wehren vor deutschen Gerichten. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist kein Unterschied, ob er Chinese, Pole oder Deutscher ist. Sie haben auch ein anderes politisches Risiko, wenn Sie in Bulgarien investieren oder in Rumänien, als wenn Sie in Deutschland investieren. Und Investition ist ein scheues Reh. Und dieses scheue Reh wägt ab, ob die rechtlichen Situationen entsprechend den Rahmen bieten, dass man das Geld da hinein investiert oder nicht. Und auch, ob die politische Situation einen entsprechenden Rahmen bietet, in dem man eben investiert oder nicht. Jetzt geht das einerseits um amerikanische Unternehmen, um europäische Unternehmen, aber ich habe irgendwie noch nicht gesehen, wo ich jetzt als Bürger und als Gemeinschaft da drin bin. Applaus